In Klagenfurt begrüße ich jetzt Bernhard Biche, den Chefredakteur des Landesstudios Kärnten. Guten Abend nach Klagenfurt. Guten Abend. Herr Biche, Ex-ÖVP-Chef Martins versucht offenbar zu retten, was noch zu retten ist. Vor zwei Wochen mit seinem Geständnis, heute jetzt mit der Übergabe dieses Sparbuchs. Wird ihm das gelingen? Naja, verbessert hat sich die Situation für Martins heute mit Sicherheit nicht. Da hilft ihm auch die Rückgabe der 65.000 Euro aus privater Tasche wenig. Die Vorwürfe von Stefan Betzner heute im Gerichtssaal treffen allein ihn und die ÖVP. Aussage gegen Aussage in diesem Fall also. Auch wenn Martins versucht, die Schuld auf Steuerberater Birnbacher zu schieben, der Richter hat ihm erneut geraten, ein reumütiges Geständnis abzulegen. Auch wenn man dazu sagen muss, dass Betzner heute eine Verteidigungsrede für einen Toten gehalten hat, er bleibt Jörg Haider, der von Birnbacher ja belastet wird, treu. Auffallend war heute, es gab keine Attacken von Betzner gegen seine ehemaligen Mitstreiter und jetzigen Gegner von der FPK. Dieser Prozess ist geprägt von gegenseitigen Schuldzuweisungen. Es ist einigermaßen verwirrend, was man da immer aus dem Landesgericht hört. Jetzt ist zu hören, dass es schon am Donnerstag ein Urteil geben könnte. Wird sich das ausgehen? Naja, ob Richter Manfred Herrnhofer am Donnerstag ein Urteil sprechen wird, ist noch nicht fix. Weitere Zeugen sollen einvernommen werden, so zum Beispiel Finanzlandesrat Harald Dobernik oder jene Gutachter, die das Millionenhonorar für Birnbacher als gerechtfertigt gewertet haben. Viele Beobachter glauben, dass da noch mehr brisantes Wissen in den Köpfen einiger Beteiligter schlummert. Also der Prozess geht morgen weiter, es wird sich aber politisch auch einiges tun. Am Vormittag wird ein Sonderlandtag abgehalten, auch da wird wieder ein Neuwahleintrag eingebracht werden. Für den Nachmittag hat Landeshauptmann Dörfler die anderen Parteien zu Gesprächen über einen Neuwahltermin eingeladen. Wird es jetzt ernst mit Neuwahlen? Na, prinzipiell begrüßen jetzt einmal alle Landtagsparteien die Einladung von Landeshauptmann Dörfler zu diesem ersten Gespräch. SPÖ, ÖVP und Grüne sind aber skeptisch, was das Ergebnis anlangt, denn die vielen taktischen Manöver der FPK zur Verhinderung von raschen Neuwahlen, die lassen die Erwartungen nicht allzu hoch steigen. Die Freiheitlichen möchten ja angesichts ihrer Affären frühestens im nächsten Frühjahr wählen, alle anderen dagegen noch heuer. Interessant ist, dass Landeshauptmann Dörfler jetzt zu Gesprächen einlädt und sein Parteiobmann Kurt Scheuch gleichzeitig verkündet, bei Neuwahlanträgen Landtagssitzungen zu verlassen. Offensichtlich gibt es also doch einen Richtungsstreit, auch wenn bei der FPK nach außen hin Einigkeit demonstriert wird. Auch für morgen Vormittag hat die FPK angekündigt, aus der Landtagssitzung auszuziehen. Davor wird Kurt Scheuch morgen als Nachfolger seines Bruders Uwe zum neuen Landeshauptmann Stellvertreter gewählt werden. Am Nachmittag gibt es dann die Gespräche. Sie haben es gesagt, die FPK hat sich bisher wenig begeistert gezeigt von Neuwahlen, ganz im Gegensatz zur ÖVP. Nach den Turbulenzen der vergangenen Wochen kann die ÖVP ernsthaft interessiert daran sein, dass rasch gewählt wird? Ja, das ist die große Frage, denn bei der ÖVP ist man bemüht, den Scherbenhaufen, den Ex-Obmann Josef Martins durch den Hypo-Birnbacher-Deal verursacht hat, möglichst rasch aufzuräumen. Der geschäftsführende Obmann Gabriel Obernostra wird aber sehr bald die Nachfolger für die durch die Rücktritte frei gewordenen Funktionen des Landesrates und des Landesgeschäftsführers bekannt geben müssen. Denn die innerparteiliche Unruhe, die steigt und die Gerüchteküche, die brodelt. Obernostra selbst zeigt sich nicht abgeneigt, als Spitzenkandidat in die Landtagswahl zu ziehen. Ob es tatsächlich so rasch sein soll, wie die ÖVP das vorgibt, das darf zumindest aus Sicht der Volkspartei als mutig bezeichnet werden. Auch diese Woche wird also wohl wieder spannend werden in Kärnten. Bernhard Biche, vielen Dank und guten Abend nach Klagenfurt. Guten Abend.